Zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt angekommen. Wir haben erstmal was gegessen. Weil uns Brot heute Morgen ausgegangen ist. Ja, Check-in war ganz easy, schnell. War problemlos. Hat uns den Platz gezeigt und müssen jetzt nachher noch unsere persönlichen Daten ausfüllen und dann einfach zurückbringen. Bekommen dann unsere Armbänder, dass wir überall reinkommen. Wo sind wir überhaupt? Wir sind jetzt am Camping... Bonngard? Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich mache auf der Landkarte ein Bild rein, wo wir sind. Ja. Ich sag mal so, ein Campingplatz extra für unsere Amy. Genau. Mit viel, viel Animation. Was? Spielmöglichkeiten, ja. Was alles gibt. Deswegen studieren wir jetzt mal, wo was ist und gehen nachher dann mal auf Erkundungsjagd. Weil der ist nämlich riesig. Der ist riesig, ja. Der ist echt riesig. Aber bevor wir das machen, hat die Amy euch noch was zu sagen. Vielleicht sieht man schon, wir sind zwei Zähne rausgefallen. Einer hat mir Papa rausgemacht und der andere habe ich mir dann selber rausgemacht. Und auf der Herfahrt? Auf der Herfahrt. In den Apfel gebissen, der war davor schon locker und jetzt... Ja, und jetzt, dann habe ich nochmal einen Apfel gebissen, dann hat es wieder geblutet. Und dann hast du ihn rausgenommen. Dann habe ich eine Pinzette genommen und habe ihn einfach reingezogen und dann war er draußen. Perfekt, jetzt bist du überglücklich. Ja. Jetzt kann es losgehen, oder? Jetzt kann es losgehen. Ja, dann nehmen wir euch doch mal mit, oder? Würde ich auch sagen. Ich glaube, zum Reinfahren, das zeigt man gleich, ist ein bisschen eng und von der Länge her vom Wohnmobil arg viel länger, wie wir jetzt sind mit unseren 9,50 Meter, sollte man, glaube ich, nicht sein, weil das wird dann echt problematisch. Außer es gibt noch irgendwo Plätze, wo man sagt, da, aber jetzt da, wo sie uns eingewiesen haben, ist eng. Aber das zeigen wir euch, wir gehen jetzt raus. Let's go. Genau, das ist die Einfahrt zu den Stellplätzen, wo die Amy steht. Da kommt man eigentlich ganz gut ums Eck rum, aber ihr seht ja selber, wir sind wirklich bis zur Hecke vorgefahren, so dass wir hinten dann aufkriegen. Ja, bisschen windig, ich hoffe es geht vom Ton her. Aber so, Stellplatz ist echt gut, Wasser gibt es direkt am Stellplatz, Strom ist direkt am Stellplatz. Und dann zeigen wir euch mal die Einfahrt. Dahin ist die Einfahrt, also das ist ein bisschen nicht so gut gelöst, finde ich, weil es halt einfach viel zu eng ist. Vor allem, wenn ich da stehe und dann noch mal jemand von rausfahren möchte, ist echt eng und dann muss man hier warten und sich dann anmelden. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber ansonsten sind wir bisher echt begeistert. Ich glaube, das ist schon wieder Reizüberflutung wie beim Obeling. Ja. Einfach so viel Sachen. Waffelhaus haben wir. Da gehen wir bestimmt auch rein. Pizzeria, da ist Hallenbad, hier drüben, Freibad hat auch offen und hier meldet man sich dann an. Das machen wir jetzt mal. Erstmal abgeben. Ja, wir haben uns jetzt angemeldet, was echt cool ist. Wir haben solche Bänder bekommen. Diese Bänder hier kann man sich einfach so... Das Gummi, ja. Kann man einfach so dahin. Vor allem, man kann sie wegmachen. Ja. Das finde ich gut. Weil sonst immer hast du immer das störende Band dran, vor allem nachts, dann hast du am Kopf kleben. Und das ist echt gut gemacht. Die Bänder sind auch fürs Duschen. Da darf man einmal am Tag kostenfrei 7 Minuten duschen. Wenn man nochmal duschen möchte, kostet es 50 Cent. Also wenn man zweimal am Tag duschen möchte. Mama, was sagst du? Gut, bin ein bisschen überfordert. Ja. Ist echt, ja, echt viel. Wir erkunden mal jetzt mal, ich glaube, heute ist einfach Schauen angesagt.
uns zurechtfinden und dann können wir morgen mal alles. Morgen soll ja besseres Wetter werden. Genau. Animation haben wir auch für die Amy. Kinderdisco. Amy, würdest du gleich mitmachen? Oh, okay. Noch nicht. Können wir hier drüber gehen? Oh, das ist voll kacke. Nee, da gehen wir jetzt nicht drüber. Wir gehen jetzt weiter rüber. Also das hier ist, glaube ich, so ein bisschen Naturschwimmteich, hätte ich gesagt. Ja. Weil da kann man auch auf die Insel rüber, irgendwie. Rüberziehen? Sich rüberziehen mit dem. Ach, mit dem Boot, stimmt. Ja. Mit dem Boot rüberziehen. Hier sind wie so Steine. Hier hat, du hast gesagt, das ist der Angelteich, gell? Rollo. Oder einer der, das sind zwei oder drei. Angelteich. Das finde ich in Holland so cool, einfach auf dem Campingplatz ein Angelteich. War ein Terrisbegel auch. Da haben wir sogar was gefangen. Was man noch dazu sagen muss, es gibt auf dem ganzen Gelände freies Wifi. Ist auch echt schnell. Weiß nicht, ob da was drin ist. Jetzt windet es wieder so ein bisschen. Sorry, wie gesagt, für den Ton. Wir sind jetzt hier an dem Springbrunnen. Also da steht auch, dass man angeln darf. Hier ist der Schwimmteich. Und was man sagen muss, es gibt, glaube ich, mehr solche Mobilhomes zu mieten, wie Stellplätze. Also das hier, wenn ich richtig deute, ist das hier alles Stellplätze. Und das da sind alles Mobilhomes. Und da oben auch. Jetzt gehen wir mal da nach hinten. Da gibt es nämlich noch mehr zum Fischen. Spielplätze gibt es auch echt richtig, richtig viele. Was einerseits finde ich es gut, dass man hier keine mit der Elektroroller rumfahren darf. Ja. Aber der einzige Nachteil ist, unsere Tochter darf natürlich mit ihrem neuen Stacy auf der Pumptrack auch nicht fahren. Da müssen wir halt das Fahrrad nehmen. Ja, mach mal. Das ist jetzt... Also das ist jetzt das Riesenspieleschloss plus so ein Riesenflop oder was das auch, Flop, Flup, weiß nicht wie das heißt. Ja, so ein Trampolin. Und ich glaube, das ist der andere Angelsee. Und eigentlich müsste es mehr nicht weit weg sein. Aber jetzt gehen wir erstmal spielen mit der Amy. Jetzt am Schloss, ich muss mich berichtigen, ich glaube zum Meer ist doch nur ein Stückchen. Kennt man nicht richtig. Kennt man schwierig jetzt. Ja, also in die Richtung. Da hinten ist die Pumptrack, die gucken wir auch noch gleich an. Aber jetzt wird erst gespielt. Oder Amy? Ja, und ich bin der Sheriff. Du bist der Sheriff? Da fehlt dein Cowboy-Hut. Und wie ist die Aussicht da oben? Gut, man kann viel sehen. Okay. Was wir jetzt noch rausgefunden haben, also man kann viele die Mobilheime mieten. Plus es gibt noch Dauercamper, wo man praktisch, das sind dann die da hinten, die kann man, also ja, sind gekauft, da ist hier und da hängt auch dran zu verkaufen. Deswegen, also sind nicht nur Mobilheime zu mieten, sondern auch Dauercamper hier. Aber ist echt ein schönes Anwesen, muss ich sagen. Dann gibt es noch Minigolf. Auch cool. Große Minigolfanlage. Ja, Pumptrack ist auch sehr beliebt. Sieht auch echt gut aus. Da kann man mit dem Fahrrad fahren, Amy. Oder du mit deinem Roller. So, Mama studiert noch. Schloss haben wir schon unsicher gemacht. Sogar ich habe mit meinen 1,82 Meter reingepasst.
Macht echt Spaß. Oder eben? Ja. Aber so, die Mama hat noch vorne irgendwas entdeckt. Gibt es auch nochmal irgendwas mit Rutschen? Schauen wir uns das auch noch an, oder? Ja. Parallel können wir noch sagen, was wir bezahlt haben jetzt. Für 4 Nächte haben wir... Ich muss gucken. Also wir sind 4 Nächte hier. Strom ist dabei. Die Schwimmbadnutzung ist dabei. Einmal duschen am Tag 7 Minuten ist dabei. Und Spiele Indoorland gibt es, glaube ich, noch, Animation. Das ist auch alles dabei und wir haben jetzt bezahlt 263 Euro. Ja. In den Ferien, also Pfingstferien. Minigolf kostet 5 Euro extra, also zum Spielen halt, aber das ist ja normal. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal das Spielehaus vorne an, würde ich sagen, oder? Machen wir. Also auf dem Weg nach vorne können wir auch noch mal kurz drüber sprechen, was ich jetzt nicht ganz so gut finde. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen speziell. Es ist natürlich von unserem Stellplatz oder von den Wohnmobilstellplätzen zu dem großen Spielplatz sehr weit. Andersrum, wenn man hier so ein Mobile Home gemietet hat, ist es für die weit nach vorne zum Wasser. Also zu den Schwimmbädern. Zu den Schwimmbädern. Das ist ein bisschen Nachteil. Das ist, finde ich, in Terrace-Biegel besser gelöst. Ja. Aber an sich so sind sehr viele Holländer da. Wenig Deutsche. Ganz, ganz wenig Deutsche. Es ist eigentlich auch fast alles auf Holländisch. Ja. Klar, wir sind in Holland. Ja. Da ist es schon normal, aber ja. Jetzt hoffen wir nur, dass die nächsten Tage das Wetter besser wird. Morgen wird noch gut und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, vorne müssen wir jetzt mal für die Amy gucken, ob es da Indoor was gibt, weil wenn es schlechtes Wetter ist, können wir auf jeden Fall im Hallenbad schwimmen gehen. Mhm. Und wir können, wenn das so ist, was ich zumindest im Internet gelesen habe, dass vorne auch noch mal einen Indoor-Spielplatz gibt. Den schauen wir uns jetzt an auf dem Weg davor. Da ist noch mal ein Spielplatz. Es gibt sehr, sehr viele Spielplätze auf dem Weg. Also ja, sehr viele kleine Spielplätze. Volle Bolle Blondes. Das ist ein Spielehallenbad Blondes. Also dieses Holländisch. Ja, das ist mir Zungenbrecher. Tut mir leid, aber ich entschuldige mich für die deutsch-holländischen Zuschauer. Tamara hat da mal. Ah, okay, ja. Der ja, Holle gut. Bolle. Aber da ist, guck mal hier, der Holle Bolle Binnen. Binnen, das war das, was wir da von innen. Ach, nee, das haben wir nicht gesehen von innen. Nein, an der Rezeption, der Treppe nach oben. Der Holle Bolle Binnen. Der Holle Bolle. Hey. Hi. So, jetzt haben wir das Indoor-Spielehaus gefunden. Ist echt wunderschön. Und ein Riesenspaß für die Amy. Also wenn schlechtes Wetter ist, können wir da auf jeden Fall gut drin bleiben. Da kann sie sich den ganzen Tag beschäftigen. Wie war's? Ja, es war sehr, sehr gut. Man hatte viele Möglichkeiten. Konnte man richtig viel spielen, gell? Ja. War krass. Und dann, da werden wir die nächsten Tage auch noch testen, aber man kann sich auch ein Fahrrad ausleihen, gerade für die Pumptracks und BMX-Fahrrad, wenn man kein eigenes dabei hat. Aber jetzt fängt schon wieder an zu regnen. Jetzt müssen wir erstmal ins Wohnmobil was trinken, oder? Ja. Du hast ja richtig geschwitzt. Mhm. So, gerade noch vor dem großen Regen zurück ins Wohnmobil. Amy hat schon wieder Pläne. Mhm. Die wird jetzt gleich mal den Indoor-Pool und die ganzen Rutschen testen. Aber ich sag euch jetzt nicht draußen, nicht draußen. Nee, drin. Drinne. Ist da überhaupt Rutschen? Ich glaube schon, was ich gesehen habe schon. Werden wir euch in den nächsten Videos zeigen, beziehungsweise euch da mitnehmen. Du, ja. Ich glaube, wir haben ganz strenges und straffe Zeitpläne hier die nächsten Tage. Wieso? Ja, wir haben viel vor. Chefin hat viel vor. Ich will eigentlich irgendwann mal meine Angel wegwerfen. Reinschmeißen. Wegwerfen. Nee, reinschmeißen, was fangen.
Ja, das kann ich ja wegwerfen. Okay. Farben. Was, glaube ich, noch wichtig ist, es gibt 3 Kilometer entfernt noch einen Supermarkt. Der hat jetzt natürlich heute zu, heute ist Feiertag. Aber selbst am Sonntag, also wenn zu ist, gibt es hier auf dem Campingplatz einen kleinen Supermarkt. Ja. Der ist nicht wirklich groß, es gibt auch nicht wirklich viel, aber es Notdürftige gibt. Doch, ja, würde ich auch sagen. Genau, zu den normalen, üblichen Supermarktpreisen. Müsli für 5 Euro. Ja, das ist halt so. Ich hoffe, euch Camping hat... Camping Life. Camping Life, ja. Da muss man halt dann zum Supermarkt mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Motorrad, je nachdem. Ja. Oder mit dem Auto, wenn man Wohnwagen hat. Aber ich denke, die Anlage ist ideal für Kinder. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, für nur zum Erholen jetzt... Für Erwachsene. Für Erwachsene nicht optimal. Das ist schon, muss man schon sagen, es ist speziell für Kinder. Aber es ist ja auch mal, man kann hier, man hat hier... Es ist ein riesen Campingplatz. Natürlich kann man sich verlaufen, aber... Für jeden was dabei, oder? Für jeden was dabei. Es ist, für jede Altersgruppe. Ja, man hat hier solche Bänder, dann kann man überall reingehen und dann... Spaß haben. Ja. Genau. Wir wünschen euch schöne Tage. Lasst ein Like da, gerne einen Kommentar da. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Bleibt gesund natürlich.